Wir kommen zum Zug, wir stoppen den Zug vor Lüneburg. Genau das ist unser Ziel, genau das werden wir mit einer erheblichen Anzahl von Menschen machen. Wir werden auf die sogenannte Hauptstrecke gehen. Die Strecke ist groß, die wir ins Auge gefasst haben. Wir haben angekündigt, sowohl Richtung Süden als auch Richtung Norden, also zwischen Uelzen und Winsen an der Luhe, wird es irgendwo auf dieser Strecke eine Aktion geben. Wir lassen uns mal überraschen, wir sind ja in der dunklen Jahreszeit. Wer dann die besseren Wege findet und sich im Dunkeln besser auskennt, ich glaube, wir sind hier zu Hause. Also, ich wünsche uns allen viel Spaß und bis dann. Solidarischen Grüße der bäuerlichen Notgemeinschaft Lichow-Dannenberg und der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft überbringen. Und ich bin sehr froh, dass ihr alle hier seid, denn es zeigt, dass der Widerstand längst nicht eingeschlafen ist, sondern quicklebendig ist. Vielen Dank dafür. Ich bin gestern in Metzingen gewesen. Es war ein Vorgeschmack dessen, was in den nächsten Tagen und Nächten vielleicht auch passieren wird, wo einfach weggeschoben wird, auch wenn Verletzte am Boden liegen. Deshalb möchte ich euch bitten, seid achtsam, achtet nicht nur auf euch selber, auch auf die Leute. Lasst euch nicht provozieren, es geht nicht um einen Kampf gegen die Polizei, sondern es geht darum, endlich ein Zeichen zu setzen, dass die Atomkraftwerke abgeschaltet werden müssen und dass die Endlagersuche völlig neu beginnen muss und Bornheim raus ist aus dieser Endlagersuche. Darum geht es uns. Liebe Freundinnen und Freunde, passt gut euch auf. Wir sehen uns im Wendland. Und die Parole der bäuerlichen Notgemeinschaft lautet nach wie vor, seit über 30 Jahren, niemals aufgeben. Vielen Dank.